Dieses Kloster ist vor 800 Jahren gegründet worden von Benediktinerinnen. Und es waren 10 Nonnen, die hier im Kloster gelebt haben, aber vor der Gründung haben sie schon mal woanders gelebt. Und zwar in der Stadt mit Mönchen zusammen, mit Zisterzienser-Mönchen. Und da kann man sich ja denken, dass das zu gut gegangen ist oder auch nicht. Je nachdem, die Obrigkeit fand es nun nicht sehr gut und sehr schön. So wurden die Mönche verjagt und mussten auch ihr Sündenpfuhl schleifen. Und die Mönche sind dann nach Glücksburg gegangen und haben dort das Kloster Rude gegründet. Rude-Kloster, ja, wo heute das Wasserschloss steht. Ja, das ist ja, und das hat man dann vor 500 Jahren abgerissen und hat davon dann das schöne Wasserschloss gebaut. Die Nonnen ist dann hier auf dem Holm. Und Holm heißt ja Insel. Eine kleine Kapelle zugewiesen worden. Und sie haben sie dann diese Kapelle ausgebaut zu einem Kloster, in dem wir jetzt hier sind. Und wir gehen jetzt rein und dann zeige ich Ihnen eine Schautafel. Und erstmal, damit Sie wissen, wie das Ganze hier angelegt ist und dann haben Sie nachher, wenn wir durch das Kloster durchgehen, einen ganz anderen Blick und wissen, aha, das ist das, das ist das, das ist das. Und jetzt gucken wir uns jetzt an. Also einige Gebäude, die sind viel später dazugekommen. Manche haben wohl so Bedienstete und so weiter gewohnt. Und ein Haus ist doch da hinten ganz besonders, dieses große Haus. Das war eine Hörerin von Pockwisch und Pockwisch war ein ganz großes Geschlecht hier in Schleswig-Holstein. Und es gab nachher nur noch zwei Schwestern, denn die Pockwisches waren sehr lebensfreudig und haben so alles so verjöhnt und so weiter, die ganzen Güter, die hier auch in Schleswig-Holstein waren. Und da gab es nur noch zwei Töchter. Und die eine Tochter wurde geheiratet von dem Sohn von Goethe, von August. Und hatte eine Schwester, die später hier dann Priorin wurde. Sie war meine 11. Vorgängerin und ist jetzt auch bei uns im Friedhof auch beigesetzt. Mhm. Und du hast dieses Haus. Nun, natürlich das Pockwisch-Haus. Ja, ja. Und es ist, die Damen haben alle zum Teil was mitgebracht. Und da wurde überall der Wille und die Jahreszahl, was sie gestiftet haben, wurde darunter gesetzt. Genauso wie hier. Da gibt es da daneben ein Haus, das ist hier so ein bisschen versteckt. Und das ist das Hedy von Schüller-Haus, das habe ich gebaut. Ja, ja. Okay. Ja, ja. Das ist Ihr Haus. Das ist Ihr, oder 6a. Ja, ja. Okay. Das war früher ein wunderbarer Stall, ja. Mit Fachwerk. Ja. So wie dieses, beziehungsweise dieser Stall, wie da hinten war. Und der fiel zusammen, da war der Wurm drin, was so schön sagt, und musste abgerissen werden. Und dann kam das Denkmalamt und sagte, das geht nicht, das ist eine freie Stelle, das muss dann wieder gebaut werden. Und dann habe ich dann mein Geld da reingesetzt und habe dann das Haus da hingesetzt. Und na, und dann musste dann leider der Name dann auch noch ran. Aber ja, ja. Aber stattliches Haus. Ja, ja, das ist 150 Quadratmeter. Sehr schön. Das ist sehr nett. Ich habe auch die zweiten Mieter sind da jetzt. Also diese hier, da kriegt man euch mal rein. Ja. Das ist Kastanien. Ja, das ist ja einerseits herrlich. Die ist noch alleine, sonst zum Schluss kommt die richtigen. Richtig. Und jetzt sind erstmal Taubennüsse. Ja, ja. Ach so, genau. Okay. Das kenne ich gar nicht. Also wenn die so ganz, ja, ganz so die Dinge, muss man drauf treten und dann merkt man, da ist aber noch, das ist ja, noch ein bisschen ja. weit. Mhm. Ja, ich kenne die von der Insel Mainau. Ja. Als kleines Kind. So. Seitdem habe ich sie, glaube ich, nie wieder bewusst erlebt. So häufig gibt es solche Bäume ja auch nicht, ne? Jetzt gehen wir hier in den Schwal.
Schmal gibt es ja sowas nur in Schleswig. Im Dom zu Schleswig. Im Dom, im Rathaus, und hier also viermal gibt es den Schmal. Das ist der Kühlgang der Kreuzgang. Und wir stehen jetzt, Sie stellen sich so hin, dass es nicht blendet. Wir sind jetzt hier reingekommen, hier stehen wir. Ja? Und dieses ist der Schmal mit dem Kreuzgewölbe. Und da drüber ist noch ein Schmal, denn die Nonnen haben hier alle gewohnt und hatten hier ihre Klausuren da hier oben und konnten auf dem oberen Schmal dann auch pilgern, genauso wie hier. Also Schmal heißt Gang praktisch? Der kühle Gang, der Kreuzgang. Okay. Nicht, das ist nur hier so was, was hier in Schleswig so heißt. Okay. Es kommt das aus den nordischen Ländern, das Schwedegang. Okay. Nicht? Und die konnten auch von den oberen Schmal, konnten sie dann auch in die Kirche auf ihre Empore gehen. Mhm. Denn die Nonnen haben ja immer auf der Empore gesessen, versteckt. Die Mönche waren ja auch schon freier, sowieso auf dem Kopf. Die haben immer im Hochaltar gesessen. Sie konnten einmal die so angucken, weil das bei den Nonnen, die waren immer versteckt. So, dann gehen wir jetzt hier entlang, kommt dann da in den Kapitelsaal. Mhm. Ja, das ist der Raum, in dem haben sie früher studiert und meistens ist immer eine Säule in der Mitte. Früher haben sie alle darunter rumgesessen und da wurde dann was vorgelesen oder irgendwie. Das ist hier die Kirche und Sie sehen hier an diesen verschiedenen Dicken der Mauern, dass es in verschiedenen Zeiten gebaut ist. Dieses ist der älteste Teil. Okay. Es ist da um 1200 herum ist das ganze Kloster gebaut worden, also 1194. Einige behaupten, das wäre auch später, also diese paar Jahre spielen ja auch keine Rolle. Nein. Aber es gibt ja einige, die sind so pingelig. Oder es muss ja was Neues geforscht werden. Und ja, vielleicht kriegt man noch einen Doktortitel dafür. Meine Spezialität ist, dass ich immer nur sage, oh. Nicht ganz ja, genau. Ja. Denn ich hab kein Zahlenverhältnis. Ja, ja. Und das spielt ja auch keine Rolle, finde ich. Und dann ist jetzt die Kirche und dann haben wir hier dann noch den Schmal. Das ist der letzte Teil. Und Sie sehen, dass das so nach und nach der Schmal reingebaut ist. Sie müssen sich das so vorstellen. Früher, es gibt doch so Bogen. Und in den Burgen sind immer so Rundgänge draußen, wo dann die Rittersfrauen dann ihre Wäsche ihre Betten ausgeschlagen haben. Und das war hier genauso. Aber man hat eben diese Löcher, die da waren, die kühlenden Löcher, die hat man zugemacht und hat Fenster reingesetzt. Und dadurch ist es eben der Schmal geworden. Sie sehen, das waren früher alles große Löcher. Das ist so nach und nach. Ist das gemacht worden. Mhm. Und dann gehen wir dann hier weiter in den Rempel, der ist da an der Ecke, dann haben wir einfach unser Rundgeld gebracht. So. Ja. Dann kommen wir hier an ein Gefängnis. Man hatte dann hier ein Gefängnis, hier war eine Nonne drin gesessen, jetzt sie was zu essen gekriegt und da oben hat sie Luft gekriegt. Mhm. Ja, was sie nun getan hat, weiß ich nicht. Aber man kann sich ja denken, vielleicht haben sie so an die alten Zeiten mit den Mönchen zurückgezogen. Also da war dann keine Tür, das ja, war von dann... der anderen Seite. Achso, von der anderen Seite, ich denke schon. Das okay. Haus ist da auch angebaut worden, so, denn hier wurde auch Recht gesprochen, also die Richter hatten sie hier. Und das ist das sogenannte Amtmannshaus. Und dann wird dann jemand da drüber. Was ausgefressen hatte, hatte er ja gleich ein Gefängnis und konnte dann da die einsperren. Mhm. Okay. Und da kann man heute auch noch reingehen, aber es hört nur zu einer Wohnung dazu. Ach so. Und dann, wenn man da drin ist, sieht man ja genauso, da ist auch so ein Loch und dann sieht man dieses Gitterfenster. Schick. Und das ist so und himmlisch, wenn ich mit Kindern hier durchgehe. Und es kommt dann manchmal vor, dass da das Licht brennt. Dann geht die ganze Fantasie los. Richtig. So, dann wollen wir hier weiter. Hier waren dann ja die Klausuren.
Und heute sitze ich hier auf der Wohnung. Ich habe hier 14 Wohnungen in diesem Haus. Wir haben die Klausuren umgebaut zu diesen kleinen Zickelwohnungen für über 40, 55 Quadratmeter. Zwei Zimmer, Küche, Bad, Abstellraum. Und die sind immer gut vermietet. Nicht? Also ich habe Gott sei Dank keine Schwierigkeiten. Ich habe ja die ganzen 26 Wohnungen, die ich ja vermieten muss. Nicht? Nee, ganz kürzer. Wie Sie sehen, das Gewölbe ist wieder ein bisschen anders, das ist in der anderen Zeit gebaut worden. Und hier hinter war die Wasserstelle. Da haben die Nonnen. Wo jetzt? Da bei der Tür? Oder? Ja. Beim Brunnen? Der war Brunnen und da haben sie gewaschen und dann das Wasser geholt. Das hat also im Grün praktisch. Geändert. Im Grün hier, jetzt. Das ist nachher umbaut worden. Nicht? Also das ist später überbaut worden? Ja, das sieht man ja auch. Das ist auch vor 20 Jahren hat man da, oder 25 Jahren hat man hier gesehen. Aus Witterungsgründe da. Was ja, kaputt. Ja. Und dann wurde das, waren hier Wohnungen und da hatte eine Dame hier ihre Wohnung und musste hier rüber. Immer Wasser machen. Ihre Küche hier. Und dann nur mit Ofenheizung. Es war grausam. Und jetzt haben wir hier bei dem Umbau haben wir hier zentrale Heizversorgung mit Einschlag. Das ist also der Unterschied, das mache ich gut vermieten. Da ist die Heizung jetzt auch drin. So. Hier sind eigenartige Steine. Das sind die Hippokaussteine, sagt Dieter was. Nee. Hippo ist dann nicht auf wie Pferd? Ja, denkt man immer. Und die sind in diesem Fall nur nicht. Die sind die Heizsteine. Also die alten Römer haben diese Steine auch gehabt. Diese Steine haben im Remter gelegen. Das ist der Raum, in dem die Nonnen gegessen haben, sich aufgehalten haben. Und der Raum ist unser Keller, da wurde unten ein Feuer gemacht. Unter diesen Steinen, die Löcher waren natürlich auf. Und das war, und dann erwärmten sich die Steine. Und dann konnten denn die Nonnen endlich mal mit warmen Füßen ins Bett. Ja, ja. Das war ihre Heizung. Das ist die Fußbodenheizung. Fußbodenheizung. Also die gelben Steine oder die großen? Oder beides zusammen sozusagen? Oder? Jetzt die großen. Das sind 10 Steine. Ja. Der 10. ist kaputt. Ja. Okay. Ja. Jetzt waren das 10 Nonnen, also wir jede Nonne einen Stein. Okay. Und dann standen sie dann oder saßen sie da und ich sage immer, sie hatten ja keine Wärmflasche mit Ohren. Und dann haben die sich darauf gesetzt. Ja, sie sind darauf und dann die Wärme kam. Gut, die haben ja nur so Kamine gehabt. Die sie auch gekocht haben. Das müssen die gefroren haben. Ja, ja, genau. Nicht? Deswegen hat man ja früher immer im Adel vom blauen Bund gesprochen, weil die ja gefroren haben. Ja. Naja, das ist so ein Salim. Das versteckt sich immer. Das ist ein lässiger Schlüssel, der immer aufreichend ist. Da ist er. Nee, der Haustürschlüssel, der will es auch rein. Da ist ein komisch, der ist gestartet. Das ist ganz komisch, der versteckt sich immer. Einiges auf Reisen. Wir haben in Kiel eine Ausstellung und im Landesarchiv, Landesbibliothek und dort haben sie mir nun so einige Sachen entführt bis in die Zimmer rein. Und hier hört an und für sich
ein Modell vom Kloster hier. Das ist vor drei Jahren uns gemacht worden, geschenkt worden von einer Schule. Mhm. Die hatten da Projektwochen und haben dann das Kloster ausgemessen bzw. alte Pläne rausgeholt und das nachgebaut. Und das ist also sehr hübsch. Und wenn man das gesehen hat, dann hat man so einen ganz anderen Blick, weil man das dann auch so von oben gesehen hat, wie es früher vor 300 Jahren war. Viel verändert hat sich nicht, aber viele Sachen sind da abgerissen, natürlich, wenn man die nicht mehr braucht. Hier diese uralte Schränke. Mhm. Und da kann man heute keine Ordner rein tun. Denn früher hat man ja die ganzen Papiere aufeinander gelegt und mit dem Bildfaden zusammen und dann rein. Und dadurch sind nur tausend kleine Fächer entstanden, wo sie dann alles sehr schön aufgebaut. Und hier haben Sie das, Ihr Stuhl, wo Sie immer gesessen haben, nur auf diesen herrlichen Stühlen? Nein, die gehören uns auch nicht. Also. Die gehören das Kloster Pritzsch. Früher hatte man hier, war hier überhaupt nichts, also sehr wenig. Man hatte sich ein Büro eingerichtet, hatte keine Stühle. Und im Prez hatten sie welche überall im Kloster. Und da haben sie uns vier Stühle gebracht. Und dann haben wir vor 15 Jahren, ist hier ein Film gedreht worden. Und das war dann das Zimmer vom Abt mit Mönchen und so weiter. Mhm. Und was war das für ein Film? Hier diese Ecke hier gemacht, als Büro. Kreuz hat mich dann da gefunden und dann wusste er noch was Stühle und seitdem steht das dann eben da. Finden wir sehr schön. Was war das für ein Film, den ihr da gedreht habt? Was für ein Film war das? Der Kollaps. Das war so ein Großindustrieller, der ziemlich wahnsinnig viel zu tun hatte und dann durchdrehte und einen Unfall machte. Und dann sollte er sich erholen. Und dann hatte er einen Freund und dann hat er gesagt: So, ich weiß eine herrliche Stelle, wo du dich erholen kannst. Und dann kam er dann in ein Kloster, das fand er dann also herrlich. Und dann fing er gleich wieder an, alles Mögliche zu machen. Und dann fanden sie Ziegen, dann haben sie dann hier Ziegen geborgen, haben sie Käse gemacht und so weiter. Also hier, es ging hier das ganze Kloster mit dem Mönch und mit dem Teufel. Und lief dann hier rum und dann war es da eine kleine Sache, passierte dann auch noch. Ich war natürlich dazwischen, ich muss mal gucken, was passiert in meinem Kloster. Ich bin dann daran sehr, sehr neugierig. Und ich finde, die kamen dann ja auch an, können wir das und können wir das und so. Ne? Und dann hieß es dann, ja, wir wollen jetzt essen, wollen Sie mit essen? Ja, sag ich. Ne? Da haben sie wieder draußen dann vor der Kirche gesessen, haben sie gedeckt. Und ich hatte dann auf der einen Seite einen Mensch und auf der anderen Seite den Teufel. Haben Sie schon mal so zusammengesessen? Das war herrlich. Also dieser Teufel sah auch noch von Teufel gut aus. Und waren denn eigentlich auch Bücher oder so? Oder haben Sie noch jetzt? Wie? Sie sagten, Schriftrollen waren hier, Bücher dann ja wahrscheinlich auch. Was denn? Bücher. Bücher? Ja, waren hier ja wahrscheinlich auch. Ja, sehr viel. Ne? Und wir haben auch die ganzen alten Akten und die sind hier in unserem Archiv, im Landesarchiv. Ach so, in Schleswig. Ja, hier in Schleswig. Also Sie haben hier jetzt gar keine... Schleswig ist zu feucht, hier haben wir nur die neueren Sachen. Ja. Also wenn man was will, erforschen will, muss man da hin. Und was war da so? Ich da auch hin. Ach so, okay. Und was gab es da so? Was sind die Highlights, die hier dann so gelagert haben? Oh Gott, erstmal der Aufbau des ganzen Klosters. Und die haben ja sehr viele Ländereien gehabt, die sie bewirtschaftet haben. Und... da gibt es diese ganzen Abrechnungen. Das waren 6.500 Hektar Land, 75 Bauernhöfe, Inselstellen, Mühlenseen, Kehrspiele und so weiter. Und die haben sie leider alle vor gut 100 Jahren verkauft, Geld in Goldbank angelegt und dann war das alles weg. Und jetzt sind wir bettelarm. Mein Bruder sagt immer, meine Schwester, was macht denn deine Schwester? Ja, die geht mich erholen, hat das Kloster. Nicht? Und also, man muss immer Klimmzüge machen, ohne irgendwie was zu machen. Und wir haben Gott sei Dank jetzt auch einen Klosterverein gegründet. Vor 7 Jahren fing an mit 45 Mitgliedern bei der Gründung. Schon eine ganz schöne Zahl. Und jetzt sind wir über 170 Mitglieder.
Und auf diese Art und Weise können wir Reservierungen und so weiter machen. Wir konnten ja nichts machen, keine Spendenbescheinigung auch schon wählen und nicht. Und das macht alles jetzt der Klosterverein. Ich kam jetzt gerade, als ich hier zurück von einem Herr, der das da macht, mit dem hatte ich dann hier noch gekakelt und alles mit ihm besprochen. Demnächst soll dieser Raum gemacht werden, das Kloster ist von außen schon gemacht worden, der Rentner ist gemacht worden, also so peu à peu kriegen wir das dann hier alles so in Ordnung und das bringt mir dann auch wirklich viel Spaß. Denn auch toll. Durch die mit Veranstaltungen kriegen wir dann Geld ran und die Spenden und Sponsoren sind Gott sei Dank doch sehr offenherzig. Das ist das und wir nehmen immer noch gerne Spender auf. Nicht? Also ich brauche nicht viel zu bezahlen, aber wir können ja mindestens, sind wir anerkannt, auch bei der Deutschen Denkmalpflege. Und da haben sie jetzt letzten Weihnachten einen großen Artikel über uns gemacht. Und ich muss immer dafür sorgen, dass da irgendwie nochmal extra Sachen sind. Genauso habe ich hier demnächst eine Ausstellung wieder hier. Und da werden jetzt vor gut einer Woche Tag des Denkmals. Und im Dom war nicht viel los, aber hier. Ich hatte zwei Führungen zu machen. Die eine war mit 130 Personen, die andere war mit 80. Das war also, es war ganz toll. Und dann mit dem Konzert. Und, also kommen immer gerne alle hier, wie hierher. Auch wenn es richtig ist, spielt ja keine Rolle. So, wir wollen aber hier noch die Hauptsache. Da heißt leider unser Schutzpatron. Wir heißen den St. Johannes Klöster und haben einen Schutzpatron, der Johannes der Täufer. Und der liegt auf der Holzschüssel, Sie kennen ja die Geschichte mit der Salome. Und da ist nun jetzt die Abbildung, er ist natürlich über diese Ausstellung, da haben sie den. Ohne Johannes geht es nicht, er war schon mal weg zu einer Ausstellung vor 2 Jahren und nun wollen sie ihn schon wieder haben. Also die nächste steht ja auch schon wieder an und ich habe gesagt, ich kann nicht ohne Johannes. Am Johannistag muss er da sein und ich fühle mich immer nicht wohl, weil der Schutzpatron nicht da ist. Der liegt hier nun schon seit dem 14. Jahrhundert hier und ist hier verehrt worden von den Nonnen. Die sind mit ihm gepilgert und er war in der Kirche und so weiter. Immer. Und jetzt sind wir ja ein evangelisches oder ein Damenstift. Wir leben ja im Grunde also in der Ökumene. Und wenn es gibt immer 10 Damen noch, genauso wie es früher 10 Nonnen waren, die hier später im Kloster wohnen können. Falls sie nicht heiraten, das sind unverheiratete Frauen. Und diese Frauen sind als Babys gleich nach der Taufe eingekauft worden für bares Geld. Für den Fall, dass sie nicht heiraten. Da ist unser Vater oder Großvater oder irgendwie, der hat gesagt, so, wenn das Mädchen mal nicht heiratet, dann soll sie nicht zur Last fallen ihren Geschwistern, sich und Neffen. Also bitte, ne, und dann wurde sie dann die eingekauft, die Anwartschaft. Wenn sie 18 sind, dann hat sie Mitspracherecht hier im Kloster. So sind wir immer 10 Damen, weil es immer nur für 10 vorgesehen ist. Sie haben die 10 Steine schon gesehen, sie kriegen dann 2 mal eine 10 zu sehen. Und wenn ich denn so eine Dame aufnehme, dann muss er Johannes heran, nicht? Also, und dann wird ein Gedicht vorgelesen von Detlef von Liljekron, wo unter anderem steht, wenn ein Mädchen Nonne werden wollte, werden musste, sollte küsse diesen Kopf. Anfangs sträubten sich die Schwestern gar zu schössig an das Schnitzwerk. Doch die Schüssel ist von Golde und die Dörfer bringt Sitz. Das ist ganz laut, das Licht da. Das ist ein himmlisches Gedicht, vor allem nachher der Schluss mit Happy End. Und dann, wenn sie den nun geküsst haben, dann kriegen sie den Klosterorden und sind dann hier sozusagen aufgenommen. Und da ist dieser Klosterorden, der ist vor 300 Jahren von einem Dänenkönig gestiftet, von Friedrich dem
dem 5. Und da ist das in der Mitte, denn auch das Haupt des Johannes ist da oben drauf. Dann haben wir hier dieses Tafelsilber. Das ist das Tafelsilber von Johann Wolfgang von Goethe. Oh. Ja, wie kommt das hierher? Nicht? Hatten Sie vorhin schon was erzählt, ne? Nee. Sie hatten davon schon irgendwie was erzählt, ne? Ja, ja, das ist auch, ja, mit der, durch die Pappwisch ist das, ne? Und die hat die Kinder ihrer Schwester aufgezogen. Und diese Jungs, die kamen bei ihr da schließlich vorbei war und brachten ihr dann irgendwelche Sachen vom Opa mit. Und von Art Goethe. Und dadurch haben wir das Tafelsilber und diese schöne Leuchte hier und diese Leuchte. Denn auch wenn wir standesamtliche Trauben haben, die werden dann auch hingestellt, aufgestellt. Und das ist das immer sehr hübsch hier dann aus der Trauung. Also wir kriegen ja für jede Trauung kriegen wir ja ein bisschen Geld. Ach so, okay. Ich habe eine Frage. In dem Schrank oben ist ja auch der Johannes in der Silberschale zu sehen. Das Schränkchen, war das immer hier im Kloster? Das sind die sogenannten Margaretenschränke. Sagst du das? Wo die Aussteuer von den Priorinnen waren? Nee. Also früher war es ja so, wenn irgendwas im Dorf passierte, dann ging man in die Kirche. Wir hatten ja alle Regeln. Ah ja. Und es gab ja früher keine erste Hilfe oder irgendwas. Also wenn irgendjemand etwas getan hat, dann rannte er in die Kirche und wollte dann verbunden werden oder irgendwie. Und da gab es eine Krankenschwester wohl, die hieß Margarete. Und die hat gesagt, das geht nicht, erste Hilfe ist nicht da, kannte man ja früher nicht. Es kommt jetzt in jede Kirche ein solcher Schrank. Daraufhin sind es die sogenannten Margaretenschränke, weil sie riesig ist. Und da war die erste Hilfe drin. Ach. Nicht? Und dann haben die Priorin sich diese Schränke, denn da wurde wohl nicht mehr gebraucht, dann haben sie die dann an sich genommen und haben dann da ihre Tür reingetan. Die Riechflächen, wenn einer Ohnmacht fiel. Ja, ja. Ja, so. Und dafür waren diese Schränke. Und Herztropfen. Aber ich finde, das ist etwas, was eigentlich sichtlich sehr bekannt ist. Ah, ja. Deswegen erzähle ich das eigentlich immer sehr gerne. Und so hat man eben früher, man hat ja nicht fotografieren können, so hat man den Johannes dann dargestellt. Und wir haben oben eine Totenbahre von 1511 oder irgendwas, wo er da auch gelaufen ist. Ich habe zu Hause eine russische Ikone, ja. Johannes der Täufer, mit dem Kopf in der Silberschale zu sehen. Ja. Habe ich ein Zertifikat darüber, aus dem 17. Jahrhundert. Und die Schale ist vergoldet. Ja, ja. Steht ja in dem Gedicht, ne? Also da, aber den verehren wir eben sehr, wenn er bis jetzt immer so eine besondere Gelegenheit dabei sein. Und das sind die Brautschauben. Die hatten ja früher sehr viel Pächter. Und wenn die Pächterstöchter heiraten, gehen sie ins Kloster und nähen sich eine Brauttaube. Und daher der Ausdruck, die kommt ja unter die Haube. Ja, ja. Und davon haben wir noch 3 Stück. Ah ja, schön. So, dann machen wir weiter. Ich will mal wieder hier die Decke drüber machen. Ich habe ihn dabei. Ja, das ist der Decke. Ich habe ihn mit dem blauen Arm. Gab es hier denn auch sakrale Bücher in dem Bestand? Was hier dann? In dem Bestand an Schriften, waren da auch irgendwie sakrale Bücher oder Schriften dann auch dabei? Ja, das ist alles dabei. Ja. Aber die sind alle da im Landesarchiv und da ist es gut aufgehoben. Ich habe einfach nicht die Zeit. Also meine Vorgängerin, die hat sich für diese Sachen sehr viel Zeit genommen. Ich bin mehr... Ja, da geht ja auch richtig Zeit drauf, dass dann alles auch so kommt. Für die Öffentlichkeit. Für die Öffentlichkeitsarbeit. Die Arbeit, ja. Und das ist hier wieder flutsch. Ja. Ja, das das ist war ja so runtergekommen. Ja, ja. Und jetzt können wir uns ein bisschen zeigen. Ja, und da haben wir schon gewohnt. Nee, das ist auch wichtiger hier. Alles kann ich nicht. Ja, ja, klar. Und das für alle nicht mir das auch. Ja, ja. Ich bin so eine Praktikerin, aber wenn Sie diese Schränke aufmachen, dann sehen Sie auf jedem
Kistchen sozusagen, sind ja nur so kleine Fächerchen. Überall was da drin gestanden hat, hat alles meine Vorgängerin gemacht. Damit hat sie ihre Zeit verbraucht. Darf man hier aufmachen, den Schrank? Die Schlüssel habe ich nicht mit. Schade, okay. Schade, ja. Nee, die habe ich nicht mit. So, da der müssen wir vergessen, das ist kein Alter, der ist mir mal gebracht worden. Ah. Also eine Dame, der ihrer Kirche geschenkt, und dann hat sie dann, weil sie geheilt worden war an Krebs, ja. Und dann hat sie da in der Kirche in Hamburg, haben sie gesagt, der neue Pastor musst du dich leihen und der Christsei gestellt. Und dann kam der eines Tages und ein dicker Kind an. Ja, so, ja, es geht. Ja. Sie hat mich sehr unliebsam besucht, war schon über 20 Jahre, und seitdem ist eben alles. Ja, ja, ist richtig. Muss abgeschlossen werden. Damit müssen wir leben. Ja, ja. Wir wollen ja unsere Sachen behalten. Das ist das Wenige, was noch da ist. So, jetzt sind wir hier in der alten Kirche und dies ist ein ganz alter Teil. Da sind alte Malereien, die auch schon so 15 Jahre sind. Natürlich, da ist die Kirche abgebrannt gewesen, kurz vordem die Nonnen hier das Kloster verlassen haben. Vor 500 Jahren hat man das hier alles wieder aufgebaut und hat sich aber nicht an die Wandmalereien gedacht. Gucken Sie mal, die haben einfach darüber gemauert, genauso hier oben sieht man auch noch was. Mhm. Nicht? Also das hat man früher nicht gemacht. Leider löst sich das in der Zeit ja alles ein bisschen mehr. Und wir sind jetzt hier unter der Nonnenempore. Mhm. Also wenn Sie irgendwo mal ein Kloster geht und wissen, ich war der Nonne oder Mönch, dann gucken Sie nur einmal rundherum. Und dann sehen Sie, aha, wie hier ist es eine Empore. Also, hier waren die Nonnen, die haben ja immer versteckt hier oben gesessen. Mhm. Die Mönche saßen ja im Hochaltar, daher auch immer häufig die großen Chorschranken, als sie da drin saßen. Und nachdem die Nonnen weg waren und die adeligen Damen hier dann ins Kloster einzogen, da haben dann diese adeligen Damen gesagt, da oben sitzen, nee, das wollen wir nicht. Mit der Bevölkerung hier unten sitzen auch nicht. Wir wollen extra sitzen und haben sich dann den Hochaltar geschaffen. Und dort ihre 10 konventualen Gebetsstücke geschaffen. Für jede eine Dame ein Kämmerchen. Aber vorher haben sie die Kirche hier ein bisschen verschönt, es war alles kahl. Und sie fanden das alles furchtbar und haben alle was mitgebracht. Und haben dann auch ihren Willen dann darunter gesetzt mit der Jahreszahl. Die Sachen sind alle sehr viel älter wie diese Daten. Und diese Madonna, die liebe ich nur ganz besonders. Sie ist nur 150 Jahre bestimmt älter. Und Maria ist ja da so sehr hübsch dargestellt als Königin mit Krone und rotem Gewande. Und ihr Kind hat sie nicht am Herzen oder an der linken Seite, sondern an der rechten. Mhm. Da sie Königin ist, hört das Zepter in die linke Hand. Mhm. Und das ist hier eben sehr schön gezeichnet. Und sie steht im Mondsinkel, im Strahlglas und rundherum der Rosenkranz. Und ich weiß nicht, ob Sie über Rosenkränze Bescheid wissen. Das gibt verschiedene.
Und dieses ist der schmerzensreiche Rosenkranz. Sie, da sind immer 10 kleine Perlen und eine große. Ja, ja. Und da sehen Sie Christi Hände angenagelt, Christi Füße. Ja, ja, ja. Und das 50. Kreuz, man hört unten die Dornkrone. Mhm. Die ist aber nicht da. Mhm. Und also es sind immer 10 kleine, aber doch 5 große Perlen im Allgemeinen. Und das ist ein besonderer, eben Ostern, sage ich immer, die Kreuzigungszeit. Mhm. Und früher hat man da Reliquien drin auch bewahrt. Und das ist natürlich heute nicht mehr, aber sie ist auch nicht alleine, Maria. Die ist ja hohl. Mhm. Und da ist... Hier liegt es nicht. Eine Breitohrfledermaus drin. Ach. Hier sieht man den ganzen Kot. Und was ist hier dann auch? Okay. Ach. Und das haben wir dann, also haben wir nicht gewusst, auf 7, 8 Jahren. Ja, ja. Kam sie dann mal raus. Und zwar haben wir immer Heiligabend Gottesdienst. Ob es abends um 10. Und dann muss ich die Weihnachtsgeschichte vorlesen und stehe da in der Chorschranke. Und auf einmal wurde es ein bisschen unruhig und ich guckte dann hoch und was war denn da? Flatterte was rum. Da war die Fledermaus rausgekommen, hat dreimal ihre Runde gemacht, das fröhliche Weihnachten gewinnt. Herrlich, und war wieder drin. Also wo war die jetzt? Jetzt kommt sie immer da unter den... Also hier jetzt? Da ja, das sind noch drin. Ja, sie sind ja wohl, diese Figuren, sonst würden sie ja platzen. Also in der eigentlichen Figur war die drin? Im Bauch. Im Bauch. Da rein. Da, ach so, da ist so ein Loch. Da geht es wieder rein. Es sind im Moment auch Kinder, die sind aber drüben, etwa anders. Ach. Das gibt's gar nicht. Ja. Sie kriegen dann immer mal Kinder und so weiter. Und wo und ist hier eine Öffnung, dass sie rein und raus kann? Ja, das ist hier unten, komm mal her. Ach so, du meinst jetzt da? Okay. Wie? Ist hier im Gebäude selbst, ob hier Löcher. Muss ja eine Öffnung sein, dass sie rauskommt. Ja, das kann sie. Die kann ja hier oben rum und. Wie sie bei so einem alten Gemäuse ja überall, die brauchen ja gar nicht viel Platz. Die sind ja ganz klein. Ne? Ja. Aber die sind ja schon seit 7 Jahren. Also ist ja toll. Wir lüften nicht extra deswegen. Toll. Ja. Das ist ja toll. Ich habe noch eine Frage. Wie viel, eine Anzahl von Stundengebete fanden hier statt? Ja, also Gottesdienst hatten die Benediktiner ja so 7-mal. 7-mal. Ja. 7 Stunden Gebete. Ja. Ja. Na, das ging ja, glaube ich, morgens um 3 schon los. Ja, 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 und abends um 8 Uhr oder so, was war denn das letzte? Ja, 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 ja. Und wir haben hier auch eine Gebetsglocke. Ah ja. 3-mal am Tag läutet die. Ja, morgens, mittags und abends. Ja, glaube ich, um 12 Uhr geht die auch noch, ne? Ja, mittags um 12 Uhr. Und das ist ein herrliches, leichtes Geschäfer. Und das ist... Also die Uhr ist auch alt, das alte Zifferblatt hängt hier und dann hat die dann so 50 Jahre nichts getan. Mhm. Und dann hatte man das alles abmontiert. Und nun hatte ich mal einen großen Geburtstag, den die hier feiern wollten und da wollte ich nicht. Und ich gesagt, guck mal, hier Frage, wir haben kein Geld dazu und so weiter. Und was soll ich denn mit den vielen Schnaps und Schokolade und Blumen? Und möchten Sie mal einen kleinen Traubenzucker haben von mir? Nee, danke schön. Okay. Na, und dann haben sie mich so bearbeitet und gesagt, so, unter anderer Bedingung, und habe ich eine Einladung verschickt, dass ich dann keine Geschenke haben wollte, aber ich möchte gerne, dass unsere Uhr uns wieder die Stunde schlägt. Und auf diese Art und Weise habe ich dann sehr viel Geld zusammengekriegt, dass wir dann unsere Uhr wieder in Ordnung bringen können. Da steht dann jetzt natürlich mein Name und mein Philipp dann auch drunter und so weiter. Und das ist dann für mich jedes Mal. Und als Überraschung war dann, das wusste ich nicht, war die Gebetsglocke dann da. Und das, als die dann ging, das war also... Und heutzutage ist es noch so, wenn ich die höre, dann hupt das bei mir das Herz. Ich war so Freude. So, und dann gehen wir jetzt mal da oben rauf. Das ist der Christus in der Raststätte. Ja. Alles lange Geschichten. Und dann haben wir, ich mache gleich nicht, die können Sie nicht mehr sehen. Wer ist denn der Tiefengräber, der hier beigesetzt hier?
Da haben wir alle möglich. Alle möglich. Ja. Also. Und da hinten ist eine hohe Höhle, die Öhren beigesetzt. Ah ja. Jetzt kommen wir bitte rauf. Ich mache hier einen Bericht. Hier aufgeschlagen, hier oben. Ich will nur sagen, was da. So, jetzt sind wir hier im Hochaltar und stehen vor den konventualen Gebetsstübchen. Das sind die Damen, die Kämmerchen von den Damen, die beim Gottesdienst da oben. Und die Nonnen haben ja da oben gesessen, aber hier haben die Nonnen gesessen. Und sie schlüpften dann durch die 11. Tür hier rein. Es war für jede Nonne ein Kämmerchen. Die Tür wurde zugemacht. Da wurde das Fenster runtergelassen. Ach so. Das konnten wir runterlassen. Ist, da ein bisschen was höher konnten. Und dann saßen sie so, hoppla. Vorsicht. Ja, ich muss es ja eigentlich kennen, sehen. Ja, ja. Stolper. Und dann saßen sie dann so. Und damit sie nur nicht so machen konnten, da war hier dann so eine kleine Gardine davor. Nicht? Ah, und ja. So saßen sie dann hier und mit dem Rücken zum Altar. Da saß der Pastor. Durften nicht angucken. Ja, kein Kontakt. Durften was anderes angucken. Der Pastor stellt sich, dreht so. Sie sich einmal um und tut so, als ob sie rausgucken. Und was sehen sie dann? Ja, die Gemeinde, ne? Die Gemeinde. Ja, da war ja zu, die Schranke. Ach so, die war auch noch zu. Jesus. Ja. Am Kreuz. Ach so. Das ist ganz was Seltenes. Das gibt es eigentlich nirgends. Ein Doppelkreuz. Ja, genau. Beiden Seiten. Ah ja. Beiden Seiten. Das ist vor 300 Jahren gemacht worden. Boah. Also am besten ist es, also mit der Sonne, ist dann leider die Sonne nicht so gnädig, wenn das natürliche liegt. Dann hat man das Gefühl, da macht gleich seine Augen auf. Es ist kaum Blut zu sehen. Die Damen haben sich wohl nicht geschockt. Und das verändert sich dann auch noch, dass es wie bei der Monolithe war. Es ist egal, wo sie steht, er schaut einen jetzt immer an. Das ist also vor 300 Jahren gemacht worden. Das wurde mir gesagt vor unendlichen Jahren. In Bad Domaran wäre auch ein Doppelkreuz, aber da haben sie Maria dahinter gesetzt. Das hat man, also diese Säden, das hat mir unser Bischof Knut damals gesagt. Und er müsste es ja nicht wissen. Von der einen Seite ist er gezeichnet, von der anderen ist er eher geschnitzt, ne? Wie? Von der anderen Seite ist er geschnitzt, ne? Ja, da ist ein richtiger Kopf. Dieses ein glattes Brett. Ja. Was so toll gemalt ist. Toll. Ist egal, ob sie hier stehen oder drüben, er schaut sie jetzt immer an. Ja, ja, ja. Ja, schick. Dann haben wir noch aus der katholischen Zeit den Tabernakel, den Sakramentschrein, der ist aus dem 15. Jahrhundert, der sehr, sehr schön ist. Und hier rundherum sind die Wappenschilde, das sind alles die Totenschilde von den verstorbenen Damen. Da ist ihr Wappen und ihr Name und so weiter, ist da drauf. Und da hängt eine alleine und die wartet auf mich. Und das ist von den letzten 300 Jahren. Also hier sind die neueren sozusagen dann. Auf der hier. Ja, ich weiß nicht, auf hier sind, welche die sehen so traurig, so langweilig aus. Oder? Die in den Damen, die ganze Ländereien sind ja verkauft worden. Hm? Und da sind dann den Damen, die dann kamen, die Zacken aus der Kohle gefallen, nicht? Ach so, okay. Ja, ja. Herrlich. Ja, ja. Also man hat die, das ist da Kriegszeit und so weiter, da hat man das vorher nicht gemacht. Aber ich habe ja meins schon fertig gemacht. Bis das Wappen drauf, da braucht man nur noch meinen Namen und die Zacken. Ist es da oben? Das ist meine Vorgängerin. Also. Das ist auf dem Löwenstern. Ah, ja. Aber das ist wie die Natur, wenn das ist ja aufgehängt. Ja. Ja. Das ist gemacht.
Das sind sehr hübsche Wappen. Ja, sehr schöne Wappen. Da ist jetzt zum Beispiel hier. Und dann wird das nachher preußisch korrekt hier gleich daneben? Oder nehmen Sie die prominente Seite auf der Seite? Ach so. Immer hinten stehen. Ach, ich meine, Sie können doch die prominente Seite da auf der Seite. Wieso? Die anderen sind ja oder in vielleicht auch prominent. Oder in der Mitte? Nein, die Spritz haben wir extra gemacht für die Löwenstern und für mich. Denn wer weiß ja nicht, wer. Ich suche hier jemand, der mich dann ablösen soll. Das ist mit einer höchsten Zeit. Aber das ist gar nicht so einfach. Nein, heutzutage bestimmt nicht. Nee. Nein, das ist ja so. Ich sage mal, die drei Buchstaben müssen ja sein. Richtig. Von. Ja. Von ich, also ja, in Niedersachsen ist das anders. Da ist es egal. Aber hier ist es wirklich noch richtig ein adeliges Sack. Ja, ja, das ja, sehe ich hier auch, dass ja, ich hier auch die hochwohlwürdige, hochwohlgeborene Frau Priorin Sophia Augusta Schacken, Priorin des hochadeligen Jungfrauenklosters St. Johannes. Geboren 1602 und gestorben 1688. Ihres Alters 86 Jahre alt. Mensch, das stehen die und dann zu. Die ist dann hier, wo ich habe beigetreten. Ja. Die ist überhaupt die Popwisch. Und da ist ja sehr viel drauf. Das sind die Aalefisch, das ist ja auch ein altes Geschlecht. Und das sind dieses hier? Ja, die Aalefisch, die kommen aus Langeland, also aus Dänemark. Hier sind sehr wenig schleswig-holsteinische Damen im Kloster gewesen. Mehr aus dem Nordischen oder Mecklenburg und so weiter, wie so zum Beispiel die ganzen Bülus und so. Und die schleswig-holsteinische Adel ging mehr ins Holsteinische, in die vornehmere Klöster, Holpritz, das ist so hoch. Also hier waren ja immer so kleine. Da gibt es ja auch noch hier hinterm Oberlandesgericht die Straße von mit Bock der Panzerstraße. Da ist ja auch so eine Straße hier nach einem Adligen. Da gibt es ja auch eine Ranzau. Ihr braucht doch eine Ranzau. Ja, aber die anderen, die Ranzaus, die ja, sind alle natürlich in Preetz. Ja, ja, ja. In Preetz oder Uetersen. Ja, ja. Die Ranzaus in Uetersen. Ja, ja, ja. Die haben ja so ein Pferdegestüt auch da. Ja, ja, Bebreitung. Den sehe ich vielleicht, ich hoffe, dass ich ihn heute Nachmittag sehe. Wir haben eine Sitzung von Brand mit der Ritterschaft. Ach, meine Frau, die du lieb, ich heiße dich. Ah ja, sehr schön. Ja. Gucken Sie mal an, wie der jetzt aussieht. Herrlich, herrlich. Der verändert sich. Ja, genau. Ich bin aber immer ganz schlank und die Anatomie, das stimmt doch alles nicht. Ja, ja, ist toll. Toll. Ja, ja, schön. Und also die Kirche, die arbeitet, wir haben jetzt Gottesdienst im Sommer. Ja. Und dann haben wir Taufen, Hochzeiten, dann gibt es ansonsten. Auch Beerdigung finden hier statt? Ja, ja, aber das ist nur beziehungsweise. Aber teilweise ist es auch. Aber auf dem Holm haben die ja eine eigene Kapelle. Ja, das ist alles. Der Mensch hat das. Ja, ja. Der Holm hat doch früher gesagt, wir hätten doch die Klöster überhaupt. Ja, 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 ja. Ja, aber jetzt steigt die Verirrung auf der Eck, wenn Sie gerade recherchieren. Ja, ja, ja. Das gab es früher auch nicht. Ja, ja. Und nicht, aber jetzt heißt es, wenn ich ja vorbeigehe, soll sich wohl. Ja, die sind dann auch mit Peru und mit Vornamen. Und hier als Priorin kriegt man dann, man hat ja so ein Amt wie ein Küster oder so, oder wie ein Pastor, kriegt man dann auch ein Gehalt von der. Ja, von der kriegt man auch. Ne? Ja, ich bin ja 24 Stunden hier. Ja, ja, meine ich ja, sie kriegen Gehalt. Ja, also auch Beamte. Nichts Beamte. Nicht beihilfeberechtigt oder so. Ja, 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 Aufwandsentschädigung. Aufwandsentschädigung, ah ja. Ja, ja. Ich kann nicht verstauen, aber ja. Ich kann nicht verstauen, aber ja. Ich will nicht.
Pferde? Die Führung, die ganze Gruppe. Haben Sie sich ja gesagt? Nee. Ich denke, Sie haben Führung. Ja, wir beide machen eine Führung hier. Ja. Wir haben uns angemeldet. Und nicht mit Ihnen nicht. Woher haben Sie sich denn angemeldet? Die suchen Frau von Schiele. Das ist also klar. Soll ich Sie mir mal anschauen? Ja, wir sind hier jetzt auf der Seite. Sind wir gleich durch? Ich habe aber beim 11 Uhr an, Sie sind keine Führung. Ne, komisch, ne? Ja, aber das verstecken die teilweise. Also egal, wir sind ja auch jetzt hier fertig. Ja, genau. Ich gebe in den Remter. Ja, genau. Und dann ich wollte noch spenden. Ja, dann in den Remter. Ja, gut. Lass mir die Spendenkasse ergeben. Ja, das ist wirklich eine sehr schöne Kirche. Ja, es ist auch, die Akustik ist im Grunde auch gut. Auch die Bilder. Also neulich habe ich hier in der Mitte gestanden und die haben mich alle verstanden. Mhm. Und runter mit 130 Leuten. Ne? Ui. Das ist ein altes Teil, das ist ja, glaube ich, immer der sie zuerst gebaut hat. Das ist alles so schön schief und krumm. Und das ist noch ein altes Ziffernblatt? Ja, das ist ein altes Ziffernblatt. Das ist von der ersten Uhr. Und da haben die sich auch verewigt, die es gestiftet hat. Mhm. Und hier sind die Damen reingegangen. Die hatten ja ihren eigenen Eingang hier. Und dieser Teil ist abgebrannt, aber hier drüber ist auch noch, ist eben kein Schwan. Da hat man die Wohnung drüber gemacht. Mhm. Das sind unten, das sind ja 14 Wohnungen im Ganzen. Und diese oberen sind eben doch sehr viel größer. Können dann immer aushaken, ja. Und dann hier wieder einhaken. Und da ja. Sehen Sie dann auch hier unsere Schönheit. Ja. Im Türmchen, der ist ja halt auch fast 150 Jahre alt, dieser Turm. Guck mal, der Turm oben. Und da ist, sehen Sie, was drin hängt. Und das ist die Glocke. Die Glocke, ja. Ja, genau. Die Gebetsglocke. Ja, und das ist hier typisch für den Innenhof mit. Sehr schön. Mit Nussbaum, mit Apfelbaum, ja, den habe ich mal neu gepflanzt. Ja, schön. Und Weinstock und Rosen. Sehr und wenn schön. Wir Hochzeiten haben, dann dürfen sich die Brautpaare hier fotografieren. Da sieht man eben auch noch den alten Schwal. Diese Seite, an der ich bin, das ist die neuere Seite, das ist abgebrannte. Das ist ja nicht so klösterlich. Aber hier sieht man eben den alten Schwal oben noch. Ja, rundherum. In drei Teilen ist ja noch der alte Schwal. Was? Der alte Schwal. Ja. Nee, und hier ist abgebrannt und da hat man Wohnung rübergebaut, dieser Teil. Ja. Aber jetzt praktisch das hier einmal der Schwal unten und oben war auch noch einer, ne? Und der ist komplett ausgebaut worden. Ja, diese sind jetzt Wohnungen gebaut nach dem Brand. Dazu, dass sie größere Wohnungen haben. Da sind viele Nüsse dran, oder nicht? Aber dieses Türmchen ist immer so ein Blickfang.
Ja, der ist auch sehr hübsch geworden. Aber wenn die Glocke läutet, dann schwingt das da hin und her, das ist immer herrlich. Wir haben Glück mit dem Wetter. Ja. Es regnet nicht. Ja, gestern war es ja so traumhaft bis mittags. Ich habe in der Wüste Gobi dieses Jahr im Juni erlebt, ein Unwetter im Hochsommer. Das haben die in der Mongolei nie erlebt, Hagelschlag. Oh Gott. Da sah es aus wie im Winter. Ich habe da Fotos gemacht, Digitalaufnahmen. Ich musste wirklich erstmal wieder laufen lernen und dann bin ich immer so meine. Oh, ach so, ja. Machst du das noch mal? Ich mach das. Das ist super. Frau von Schiller, ich darf Ihnen Ihre Jacke hinten so einen großen Faden, der entfernen. Ja, sicher Staub, ne? Entfernen. Immer. So habe ich entfernt. Das danke. Hier haben die Nonnen früher gegessen, sich aufgehalten. Da lagen diese Heizsteine, die wir zu Anfang gesehen haben. Das ist eben hier unterkellert und nebenan war die Küche. Und ich sag mal, die wollten doch gar nichts, die wollten nur Lokusscheibe. Keine Ahnung. Nee, nee, aber das ist, die waren kaputt, das war so Klo raus. Also. Ah ja. Und später haben dann die Konventualen ihren Gottesdienst hier abgehalten. Die Kirche war ihr zu kalt, zu groß, haben diesen schönen Ofen gesehen. Schöner Kachelofen. Ja, und haben dann hier das eben, dann da dann ihren Gottesdienst hier gemacht. Sehr dann schön. Hatten sie dann diese alte Orgel sich hierher geholt, das hat Karl Gottlieb Bellmann gemacht. Die ist über 300 Jahre, die spielt noch. Und auf der ist unsere hiesige Nationalhymne vertont. Das Schleswig-Holstein, das ist auf historischem Boden. Das gibt's gar nicht. Was sagst du dazu? Tja. Das ist ja stark. Nicht? Das ist ja wirklich stark. Und, wie jetzt? Auf, der, auf der Orgel? Oder? Auf der Orgel, ja. Auf der. Ich mach auf. Ich wollte so einen Kunstführer haben. Ja. Und ich kann Ihnen denn noch. Du hast auch meinen Namen. Ja, wäre super. Kunstführer. Das ist so. Und dann auch diese anderen Sachen. Dann habe ich hier denn noch. Ich bin ja hier schon mal drin gewesen. Und zwar war ich hier bei dem, wo die diesen Fünf-Freunde-Kram gedreht hatten. Hatte ich Komparse gemacht. Da hatten wir uns auch schon mal unterhalten. Da irgendwie haben Sie doch gesagt, kommen Sie mal wieder. Kommen wir so, denk bisschen. Hier 6 Euro. Dankeschön. Da hatte ich ja noch gesagt, ich komme vielleicht noch mal in einem Monat. Aha. Ne? Das ist immer schon ein bisschen länger. Ein bisschen. Und dann wollte ich noch spenden hier. Vielen herzlichen Dank. Bitte. So, dann würde ich Ihnen aber noch das letzte. Ich mache mal ein Kistchen zu hier. Wenn das hier nicht so. Einfach da. Also. Hier sind aber die Wappenschilde und da sind sogar noch die Namen drunter. Ja. Das sind nochmal dieselben Wappenschilder wie drüben. Ja, aber drüben sind mehr. Man hat nachher aufgehört. Hier sind weniger und da sind und drüben, glaube ich, 150 oder so. Ah ja. Und dieses hier ist unsere alte Nonnenbank. Nonnenbank. Und zwar. Fast 800 Jahre. Ach, ist das toll. Und das sehen Sie, die dritte Zehn. Toll. Ne? Und die Nonnen haben ja in 60 Jahren gestehen, das war Gottes Geschichte, das war so hoch gemacht. Und da war dann diese Rekorde, die nicht mehr ist. Und dann saßen sie stehen, sitzen hier beim Gottesdienst und fielen dann auch hier oben auf, und so weiter.
weil sie hier fest saßen. Und dann wurde das jetzt runtergemacht. Und was wurde denn gesagt? Keine Ahnung. Da wurde dann gesagt, halt die Klappe. Ach. Ach. So ist kein Kratzer. Ja, nur gucken Sie jetzt hier mal die Wachen. Die Schnitzerei. Ja. Also das ist ja auslaufende Wikingerzeit. Ja. Nicht? Und in Norwegen gibt es ja diese Stabkirchen. Richtig. Richtig. Und da haben sie dann, und das ist ein bisschen ethisch. Ist das hier Schlangenhaar? Ja. Eine Schlange? Ja. Und nun müssen Sie aber was fragen. Ich bin aber ganz gemein. Hier sehen Sie einen Kopf. Ja. Und diese Person hat keinen Bauch, den braucht man ja auch nicht, sondern nur Beine. Und es kommt was aus dem Mund raus. Und das Obere interessiert im Moment noch nichts. Mhm. Was ist das für eine Redensart oder Sprichwort? Sönke, du bist ja hier groß geworden. Nee. Wieso? Nee, gucken Sie sich das an. Was ist da zu sehen? Das, ist das eine Schlange, die da rauskommt? Ja, 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 was bedeutet sie? Falsche Schlange. Ja. Falschheit. Ja, weiter, das ist noch mehr zu sehen. Verlogenheit. Ja, ja, das ist ja, wo man da aufhört. Jetzt. Lügen haben kurze Beine. Jawohl. Ja? Ja. Habe ich richtig geraten? Ja. Das ja. Gibt's auch gar nicht, Frau Schiller. Guck mal, Lügen haben kurze Beine. Guck mal, nicht? Toll. Toll. Oder mal, ich spuckt erraten, ein Gerücht aus. Was sagst du dazu? Ich hab's erraten. Nur. Oder ja. Ein Gerücht aus Eiseblüte, ja. Das kommt immer ja. Mehr, immer mehr. Und das dann kommt es an dieses Fabeltier ran, dieser Geier mit dem Fuchskopf, und der sagte, was, das ist ein Gerücht. Das hat der und der herausgesagt. Dem gebe ich es oder den mache ich das. Ja. Also man speist sich selber in den Schwanz, nicht? Ja. Also ist im Grunde. Aber es ist so eine nette Sache, nicht? Schön. Toll. Toll, Frau Furtschiller. Schön, ja. Dass Sie Zeit für uns gefunden haben. Ja gut, wenn ich das dann sage, dann habe ich das. Ja, wunderbar. So mache ich das jetzt. Wunderbar. Das Schöne ist ja, wir beide haben ja hier eine große Gruppe. Sie haben sich individuell auf uns eingestellt. Herrlich. Ja, weil ich mache ja. Mit großen Gruppen, das Spiel ist gar nicht schwierig für mich. Sehr schön. Denn die ganze Aussprache. Ja, und ja. Das ist die Hauptsache, man spricht langsam. Und ich auch laut. In meiner Kindheit, wenn man sagen, in guten Zeit. Ja. Ich war ja in Halberstadt im Internat. Ja. Und da bin ja. Ich dann, haben wir dann auch mal so. Einmal die Woche auf Schiller gewesen, ja, in Weimar. Ja. Ich bin in Weimar geboren, Herr Schiller. Und da fahren wir nächstes Jahr hin, da haben wir schon wehgetan. Das ist schön. Das ist ja. Aber wir haben nichts mit dem Schiller zu tun. Das wollte ich schon fragen. Wir sind sehr viel älter. Ja, ja. 1633 Jahre. Hätte ja sein können. Ja, erst bis zur Lebzeit gekommen. Und da haben wir es auch nicht weitergegangen, weil der Sohn nur gestorben ist. Ja, ja, das ja. Ist ja so. So. Sehr schön. Ich bedanke, oder wir bedanken uns herzlich. Bitte, bitte. Ja. Ich habe es gerne gemacht. Ich mache es gerne mit dem ja. Zunder-Medien. Da kann ich mich auch mehr unterhalten. Ja, sehr schön. Und das, und ich habe es so häufig. Ich sage aber, ich kann mit 100 Leuten, kann ich in einer Stunde durchgehen. Das habe ich, glaube ich, mit 130 auch geschafft. Aber mit 2, 3 komme ich wahrscheinlich mit 2 Stunden nicht aus. Wir haben eine Wand.
Film gesehen, da waren hier die vom Räumen unterwegs. Und da sind sie noch geehrt worden auf ihrem Gelände. Habe ich meinen Film gesehen, glaube ich, im Fernsehen. Da haben sie noch eine Ehrung bekommen. Der Mann hat ja auch von mir einen Film gedreht vor 2 Jahren. Den habe ich gesehen. Ja, genau, den habe ich gesehen. Ja, da haben viele gesehen. Sehr schön. Den habe ich schon mal gesehen. Ja. Wo sind die Leute denn geblieben? Die sind weg. Die sind weg. Ja. Mach mal die Tür auf. Ja. Ich glaube, abgeschossen haben Sie. Nein. Hier. Ach. Ja. Klemmt. Da muss ich immer gefrühstückt haben. Klemmt, ja, ja. Ja. Sie sehen, wir haben hier lauter Schilder dran, damit wir unsere Sponsoren damit. Ah ja. Die geht ein bisschen schwierig zu. Ah ja. Dieser Keller. Ach so. Wunderschöner Keller. Ja, ja. Aber das ist ein bisschen mühsam von der. Ja, ja. Ist aber ein feuchtes Loch nur, ne? Oder ist da was Besonderes? Oder ist der Weinkeller? Ist das der Weinkeller? Ja, da ist im Moment nichts drin. Aber Bier wurde hier nicht gebraut. Wie das ist halt auf Damen. Ja, ja, weiß ich. Aber ich weiß zum Beispiel auch, im Augustinerkloster gab es auch Bier, ja. Weil die Mönche das Wasser nicht trinken konnten wegen der Keimzahl. Daher haben die das Bier getrunken. Also, muss ich nur Grund haben, ne? Ja, ja. So. Ja, wir gehen raus. Ja, wir gehen jetzt. Wir gehen da raus. Ja, dann sind wir, haben wir einmal die Runde. Ja, haben wir einmal ja, eine Runde. Prima. Sehr schön. Das andere liegt mir nicht. Ich mache gerne auch auf Fragen den Antworten. Ja, gerne. Und auf, durch diese Fragen wird es ja doch sehr viel gebracht. Ja, ja, genau. Ich lasse das mal hier auf. Ne? Ja, ja, mach hier. Ran, ne? Das Schleswig-Holstein-Lied wurde ja hier, hier auf der Orgel gespielt. Weißt du, hier. Ja. Hier. Da steht hier. Schleswig-Holstein, mehr umschlungen. Du. Ja. Hellmann. Komponist, siehst du? Ja. Hier, wurde hier komponiert. Ja. Willst du nicht aufnehmen? Das nehme ich doch auf. Ja, ja, das würde ich aufnehmen. Das nehme ich auf. Das wusste ich. Ja. Das finde ich toll, ja. Doppelt, dreifach, vierfach historischer Grund. Mhm. Schon sagte, ne? Ja, kleiner Friedhof. Geht gar nicht rum, ne? Guck mal, die Mauer stürzt teilweise ein. Siehst du das hier links? Hier rechts? Ja, ach, die sieht ja noch gut aus. Die ist nur ein bisschen windschief, ne? Mhm.